Muttersein ist für jede Frau eine ambivalente Angelegenheit. Vor kurzem hat eine Studie aus Israel Schlagzeilen gemacht. Regretting Motherhood heißt sie. In der Studie geht es um Frauen, die es oft im Nachhinein bereuen, Mutter geworden zu sein. Sie lieben zwar ihre Kinder, fühlen sich aber in der Mutterrolle nicht wohl. Dass Frauen das offen bekennen, ist wirklich bemerkenswert. Das ist ein Tabubruch. Dass die Ergebnisse gerade auch in Deutschland heiß diskutiert werden, zeigt, wie überhöht die Erwartungen an Mutterschaft in unserer Gesellschaft sind. Auch wenn man als Mutter den Alltag mit Kindern gut im Griff hat und die Kleinen sich gut entwickeln, fragt man sich trotzdem ein Leben lang, ob man eine gute Mutter ist. Was ist gut, was ist zu viel, was ist zu wenig? Was macht die Qualität einer guten Mutterschaft eigentlich aus? Wir haben diese Fragen einem Fachmann gestellt. Ich bin verabredet mit Hans-Joachim Marz. Unser Thema: Mütterlichkeit. Welche Erfahrungen hat er gemacht als erfahrener Psychoanalytiker? Der Klassiker ist ja immer noch, wenn ein Kind kommt, ein Paar ein Kind bekommt, die Mutter bleibt zu Hause und der Vater geht weiter seiner Arbeit nach. Ja, so wie es jetzt dasteht, ist es bestimmt nicht gut. Also, ich weiß nicht, wie alt das Kind ist. Wenn es noch jünger ist und sozusagen die Mutter schon nicht mehr sehen kann, dann hätte ich schon Bedenken. Also es ist überhaupt keine Frage, dass die Mütter am Anfang sehr viel mehr Bedeutung haben als die Väter. Das ist dadurch bedingt, dass sie eine sehr intensive Beziehung zum Kind schon vor der Geburt haben, durch Schwangerschaft, dann durch den Geburtsvorgang, durch die erste Zeit des Stillens. Das Gefühl, angenommen zu sein und geliebt zu werden, aus Sicht des Psychoanalytikers ist das entscheidend für das ganze Leben. Es gibt ja jetzt zunehmend durch das Elterngeld sozusagen auch die Möglichkeit für die Väter, das Kind zu betreuen und für die Mütter aber in der Zeit auch dem Beruf nachzugehen. Naja, wenn es keine Ideologie ist, in dem Sinne, dass Väter genauso gute Mütter sein können, wäre es für mich in Ordnung. Natürlich können Väter mütterlich sein, wie auch Mütter väterlich sein können, wenn man die Eigenschaften betrachtet. Das Mütterliche ist das Versorgende, das Einfühlende, das Bestätigende. Und das Väterliche ist auch mehr das Fordernde, das Unterstützende. Für den Bindungsforscher wären Elternschulungen der richtige Weg, um Mütter und Väter vorzubereiten auf ihre neue Aufgabe. Elternarbeit halte ich für die entscheidende Arbeit, weil damit entschieden wird, wie die heranwachsenden Kinder später als Erwachsene sein werden und die Gesellschaft wieder gestalten. Mit welcher Hingabe, mit welchen Fähigkeiten oder aber auch mit welchem Druck, in welchem Stress. Das entscheidet sich, denke ich, in dieser frühen Situation. Erziehungsarbeit würdigen und gesellschaftlich unterstützen. Ist nicht gerade der Muttertag dafür eine gute Gelegenheit? Es gibt ja jedes Jahr den Muttertag. Für wie zeitgemäß halten Sie den noch? Also wie er ausgeübt wird, schrecklich. Ja, falsch verlogen, falsche Mütterlichkeit. Ja, also jetzt besinnt man sich plötzlich, Mutter zu ehren, das ganze Jahr über nicht. Und die eigentlichen mütterlichen Werte kommen überhaupt nicht. Das ist eine falsche Zuwendung, falsche Blumen, falsche Gratulationen, ja. Denken Sie, die Kinder lieben nicht die Mütter, denen sie dann ein Bild malen oder Blumen schenken? Häufig nicht. Häufig sind sie gezwungen oder genötigt, so jetzt zu tun. Jetzt muss man doch die Mutter ehren, ja. Was viel wichtiger wäre, dass Kinder auch ihren Müttern sagen und ermutigt werden, womit sie nicht zufrieden sind, was hätte besser sein können, um damit auch letztlich eine gesellschaftliche Auseinandersetzung in Gang zu setzen, wie Frauen gut Mütter sein können oder Familien gut für ihre Kinder da sein können. Also, dass es einen Muttertag gibt, in dem Mütterlichkeit gewürdigt wird, das würde ich sehr unterstützen. Fehlende Mütterlichkeit, für Hans-Joachim Marz Hauptursache für viele Probleme unserer Zeit. Ihm schwebt eine grundlegende Neuorientierung der Gesellschaft vor. Ja, wir brauchen eine andere Gesellschaft, denn wir sehen doch, dass diese Gesellschaft irgendwo längst an ihr Ende gekommen ist. Wenn wir die Umweltkatastrophe, Klimakatastrophe, die neuen Kriege, die neue Armut, das ist doch Folge unserer Lebensweise. Also ich habe die Vision einer anderen Gesellschaft, wo ich viel mehr die Beziehung zwischen Menschen
als Beziehungskultur in den Mittelpunkt stelle und nicht das materielle Wachstum. Denn damit machen wir uns kaputt, machen wir die Sozialsysteme kaputt und unsere Umwelt kaputt. Also das wäre ein wichtiges Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Wie wollen wir jetzt und in Zukunft leben? Eine Anfrage an jeden Einzelnen, aber auch an Politik und Gesellschaft. Mütterlichkeit ist vielleicht ein etwas angestaubter Begriff, aber man könnte ihn übersetzen mit Fürsorglichkeit. Hans-Joachim Marz hat von einer Beziehungskultur gesprochen, die wir brauchen. Dabei geht es nicht darum, alle Wünsche dem Kind zu erfüllen. Das geht auch gar nicht und ist auch nicht nötig, sagen die Fachleute. Die Hauptsache ist, dass die Mutter sich in ihr Kind einfühlen kann, Kontakt zu ihm hat. Das macht Kinder zu starken Persönlichkeiten und nicht die Anzahl der absolvierten Musik- und Sportstunden oder teure Geschenke. Was Kinder zum Gedeihen brauchen, ist Liebe. Und das ist bekanntlich eine Beziehungsqualität. Frau in Großbritannien nicht mehr Rechte als ein Krimineller, ein Geisteskranker oder gar ein Kind. Sie hat keinen Zugang zu Institutionen, geschweige denn zur Bildung. Und wenn sie arbeitet, verdient sie bei gleicher Arbeit nur ein Drittel so viel wie ein Mann. Die Menschen vergessen oft, wie sehr Frauen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in Großbritannien Bürger zweiter Klasse waren. Und wenn eine Frau heiratet, wird sie nicht mehr als eigenständiges Individuum betrachtet. Sie geht völlig in der Identität ihres Gatten auf. Genau das bekommt Millicent Garrett Fawcett, eine junge Frau aus bürgerlichem Hause, an einem schönen Tag im Jahre 1877 am eigenen Leib zu spüren. Ihre Handtasche wurde gestohlen und als sie zur Polizei ging, um das anzuzeigen, wurde ihr gesagt, dass ihre Handtasche das Eigentum ihres Mannes sei. Weil sie selbst vor dem Gesetz nicht den Status eines Individuums hatte, wurde ihre Identität unter die ihres Mannes gefasst. Millicent Garrett Fawcett ist 23 und seit 5 Jahren verheiratet. Später wird sie in ihren Memoiren schreiben, ihr sei es an jenem Tag vorgekommen, als sei sie selbst wegen Diebstahls verurteilt worden. Wenn wir heute von einer Demokratie sprechen, gehen wir davon aus, dass alle Erwachsenen darin Bürger sind. Damals ist das ganz und gar nicht der Fall. Die Bürger bilden eine sehr, sehr kleine Minderheit. Es sind ausschließlich Männer, Grundbesitzer und Weiße, die an der Bildung der Regierung teilhaben dürfen, die diese wählen und selbst in die Regierungsarbeit gewählt werden dürfen. Im späten 19. Jahrhundert dürfen in England in der Tat ausschließlich wohlhabende Schichten und Grundbesitzer wählen. In dieser konstitutionellen Monarchie regiert noch immer das Zensuswahlrecht. Nur wer mehr als 10 Pfund Steuern bezahlt, hat das Recht zu wählen. Die anderen haben lediglich das Recht zu schweigen. Und zu diesen anderen zählen alle Frauen, auch jene, die mehr als 10 Pfund Steuern bezahlen. Sie sind zwar eigentlich reich genug, doch als Frauen werden sie ausgegrenzt. Es herrscht das Zensuswahlrecht und mit der Zeit wird die Untergrenze zwar herabgesetzt, doch ganz gleich, wie es um ihre Besitzverhältnisse bestellt ist, sind Frauen ausgeschlossen, da sie biologisch unfähig sein sollen zu wählen. '84 beginnt sich dann allerdings etwas zu tun für die Frauen. Das Gesetz von 1884 gewährt den Ehefrauen endlich das Recht auf ihren eigenen Körper. Das ist sehr wichtig, denn wer den eigenen Körper besitzt, der ist ein Individuum. Im Gegensatz zu einem Sklaven, der seinen Körper nicht besitzt. Sie sind also jetzt Individuen und können von nun an Anspruch auf alle anderen Rechte erheben. Millicent Garrett Fawcett engagiert sich also für das Frauenwahlrecht. Mit ihrer ersten Petition sammelt sie 1499 Unterschriften. Trotz dieses dürftigen Ergebnisses gibt Millicent nicht auf. Sie ist weiter überzeugt. Wenn sie den Druck auf die Volksvertreter aufrechterhalten, wird es den Frauen gelingen, die meisten von ihnen zu überzeugen, dass sie in das politische System integrierte Bürgerinnen sein wollen und können. Und das wird dann auch zur Methode der sogenannten Suffragisten.
Sie wollen nicht alles umkrempeln, sondern Reformen durchführen. Die Vorstellung dieser Frauen, ob Bürgerliche oder Arbeiterinnen, ist es, die gleichen Bedingungen zu haben wie die Männer. Sie fordern also zunächst eine Gleichstellung im Wahlrecht. Und da die Männer mit einem Zensuswahlrecht Vorlieb nehmen müssen, fordern sie zuerst darin eine Gleichheit, sprich ebenfalls das Zensuswahlrecht. Wer hat schlussendlich im viktorianischen England das Recht, ein Bürger zu sein? Und warum? Wer hat das Recht zu wählen? Wer erlässt die Gesetze? Und wer untersteht ihnen? Indem sie diese Fragen stellen, erschüttern die Suffragisten nach und nach das System und definieren damit die Stellung der Frau, aber auch die des Einzelnen in der britischen Gesellschaft neu. Er wird vom Untertan zum Bürger. Doch das Tauziehen ist noch lange nicht entschieden. Mary Ward, eine zu dieser Zeit sehr erfolgreiche Schriftstellerin und Bekannte von Millicent Garrett Fawcett, steigt ebenfalls in den Ring, aber auf der Seite der Antisuffragisten. Es steht sehr viel auf dem Spiel. Angeblich ist das Empire in Gefahr. Im Januar 1889 veröffentlicht sie mit dem Chefredakteur einer konservativen Zeitung einen Appell gegen die Bewegung für das Frauenwahlrecht. Das Manifest behauptete im Grunde, dass die Rolle der Frauen sich von der der Männer in der Politik unterschied und dass es im Parlament vor allem um Empire, Kriege und Außenpolitik gehe, Themen also, die Frauen nicht ernsthaft interessierten. Deshalb sollten Frauen kein parlamentarisches Wahlrecht haben. Es gab damals die Ansicht, dass die Männer aufgrund ihrer körperlichen Fähigkeiten in die öffentliche Sphäre gehörten, also in die Politik und an den Arbeitsplatz. Frauen gehörten in die Privatsphäre. Im späten 19. Jahrhundert ist es für viele Männer und Frauen unvorstellbar, dass Frauen aus der privaten in die öffentliche Sphäre übertreten. Die Öffentlichkeit ist es damals nicht gewohnt, Frauen zu sehen, die das ihnen vorbehaltene Wirkungsfeld verlassen. Wagen sie es, öffentlich das Wort zu ergreifen, ist das Urteil erbarmungslos. Ich glaube, der Begriff hysterisch geht auf Frauen zurück, die sich in der Öffentlichkeit sehr leidenschaftlich für eine Sache einsetzen. Denn ab dem 19. Jahrhundert wurden Frauen, die irgendwie von der Norm abwichen, als hysterisch bezeichnet. Sie werden mit Affengesichtern dargestellt oder in zerlumpten Kleidern. Ihre Körper und Gesichter werden verunstaltet, was bedeuten soll, dass sie im Kopf nicht ganz richtig sind. Und in ihrem Körper ebenso, was die Fortpflanzung angeht. Denn sie sind natürlich unfruchtbar. Wenn die Frauen sich mit Politik beschäftigen, ist niemand mehr da, um Heim und Kinder zu versorgen. Und das ist ein großes Problem, denn eine Frau definierte sich damals in erster Linie als Ehefrau, die Kinder bekommt und sich um das Heim kümmert. Selina ist nun 32 Jahre alt. 1896 heiratet sie Robert Cooper und bringt im Jahr darauf ihren Sohn John Ruskin zur Welt. Doch der Junge stirbt im Alter von 4 Monaten an einer Bronchitis. Selina überwindet diese Tragödie, doch sie ist überzeugt davon, dass die äußerst schwierigen Lebensbedingungen der Arbeiterinnen für den Tod ihres Sohnes verantwortlich sind. Apple, Google, Vodafone, Starbucks. Nur einige, die in Deutschland kaum Steuern zahlen. Unfassbare 1.000 Milliarden Euro. Eine Zahl mit 13 Stellen. So groß die Summe, die nach einer Schätzung den EU-Ländern an Steuereinnahmen jedes Jahr entgeht, weil multinationale Konzerne ihre Gewinne in Steueroasen wie Luxemburg oder die Niederlande verschieben. Und das funktioniert unter anderem so. Ein Konzern macht in Deutschland einen Umsatz. Gleichzeitig hat der Konzern zum Beispiel in Luxemburg eine Tochtergesellschaft, die von dem deutschen Unternehmensteil sogenannte Lizenzgebühren verlangt. Diese Gebühren mindern den Gewinn erheblich. Deswegen zahlt der deutsche Unternehmenszweig kaum oder keine Steuern. In Luxemburg macht der andere Unternehmenszweig zwar großen Gewinn. Durch die Steuergesetzgebung dort fallen auf Lizenzgebühren aber nur sehr, sehr niedrige Steuern an. Der Wirtschaftswissenschaftler Michael Bräuninger vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut hält diese Möglichkeit der Steuervermeidung für extrem ungerecht.
Dort, wo erwirtschaftet wird, werden auch staatliche Leistungen in Anspruch genommen. Es geht auf jeden Fall um die Infrastruktur, die in Anspruch genommen wird. Aber letztlich braucht man auch qualifizierte Arbeitskräfte. Um qualifizierte Arbeitskräfte zu haben, braucht es vernünftige Schulbildung, braucht es vernünftige Universitäten. All diese Leistungen nimmt ein Unternehmen letztlich auch mit in Anspruch. Und wenn die Unternehmen hier keinen Beitrag leisten, muss letztlich ein größerer Teil noch über die Arbeitnehmer finanziert werden. Mhm.